Hallo meine Lieben, ich habe heute eine wundervolle Botschaft für euch. Ich freue mich gerade so. Ich habe nämlich schon das komplette Kartenbild abgeholt, weil ich schon fast wieder auf dem Sprung bin. Und ich hatte eigentlich nicht vor, hier so viele Karten oder so hinterher zu fragen und so reinzugucken. Aber gut, es ist wie es ist und wir starten jetzt gleich mal. Ich habe nämlich gefragt, wie steht dein Gegenüber gerade zu dir, beziehungsweise in welcher Energie befindet er sich in Bezug auf dich? Hier, Gedanken, Gefühle, Pipapo, ja, wie steht es gerade um eure Verbindung? Das habe ich ein bisschen offen gelassen, ja. Das sind nur so die Fragen, die hier so unterm Legen sich beantwortet haben. Danach habe ich gefragt, wie kam es dazu? Und damit möchte ich jetzt aber mit dieser Frage möchte ich jetzt erstmal starten oder beziehungsweise mit der Antwort auf diese Frage, weil dann müssen wir nämlich nicht hin und her springen. Springen. Wir springen nicht hin und her. Also, dieser Zustand, über den wir gleich sprechen werden, zwischen euch beiden, wie kam es dazu? Und wir starten hier mit den 8 der Schwertern. Eine wundervolle Energie innerhalb dieser Energie, denn er hat sich hier mit etwas konfrontiert, er hat sich hier sich selbst gestellt, er hat hier in den Spiegel geblickt und erkannt, dass er gar nicht so gefesselt ist, wie er dachte oder wie ihm eingebläut wurde. Ja, wir haben hier verschiedene Einflüsse im Außen, verschiedene Dritteinflüsse, okay, das können wir auch gleich mit dazu nehmen, ja. Diesmal jetzt nicht unbedingt in Form einer Rivalin oder dergleichen, sondern eher Prägungen, Religion, Kultur, Erziehung, was noch? Das berufliche Umfeld, der Freundeskreis, was auch immer, okay? Er war hier in so einer Art Blase. Er dachte, okay, so wie ich lebe, so wie ich bin, das bin ich selbst, es passt alles, alles schön und gut. Und irgendwie hat diese Verbindung zwischen euch beiden so krass in ihm getriggert oder beziehungsweise mit ganz vielen Nadeln in diese Seifenblase gestochen, dass er irgendwie die Entscheidung getroffen hat, wohl hier in den Spiegel zu gucken. Und das ist hier passiert. Das ist hier passiert. Er erkennt die Wahrheit in sich drin. Also er erkennt sein höheres Selbst, seinen eigentlichen Weg, den er vor sich hat. Ja, wir haben hier bei den ein oder anderen so eine Art ziemlich krassen Erleuchtungszustand. Also, wie man das jetzt auch immer sehen möchte, ja, dieses Blitzen und Blinken und oh mein Gott, und wo bin ich jetzt und in welcher Welt habe ich vorher gelebt? Und ja, also ihr kommt irgendwie so viel auf einmal zusammen. Und es muss für ihn komplett überwältigend sein. Ganz ehrlich, das ist eine hammermäßig krasse Energie. Der befindet sich hier oder der begibt sich hier auf so einen ultra stabilen und beständigen Weg. Ja, vielleicht sind es bei ihm jetzt erstmal noch so kleine Schritte, also in seinen persönlichen Prozessen. Aber allein schon die Tatsache, dass er hier seine eigene Wahrheit erkannt hat und nicht mehr blind irgendwelchen Dingen oder Konzepten oder Vorstellungen folgt, also von außen auferlegte Dinge, die zu seiner eigenen Wahrheit geworden sind. Das ist schon mal der erste Schritt auf seinem Weg, würde ich sagen. Das Sichstellen der alten Wunden, der Geister der Vergangenheit, ja, das ist eine Kampfansage an all, kann man das sagen, eine Kampfansage an all seine Themen. Ich weiß es nicht. Hört sich so ein bisschen krass dramatisch an. Ich möchte damit sagen, er stellt sich hier, ja, er stellt sich hier seinen Themen und er ist bereit, diese Dinge anzugehen. Er ist bereit, dies alles in Angriff zu nehmen und zu tun, was auch immer notwendig ist, weil er ist nicht bereit, länger in irgendeiner Form zu leiden. Er hat sich für sich selbst entschieden, ja, innerhalb seines Prozesses. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Er möchte hier oder er geht hier
hundertprozentig ins Vertrauen. Und dieser Neubeginn, der sich hier zeigt auf seiner persönlichen Ebene, wir springen kurz mal vor, der zeigt sich nämlich auch zwischen euch beiden. Ja? Aber was ich damit sagen möchte ist, jede Reise beginnt bei uns persönlich. Jeder einzelne Schritt, jede Verbindung oder Beziehung zu Menschen im Außen oder zu verschiedenen Situationen, ja, wie man dazu steht, das beginnt alles mit unserer eigenen Transformation, mit unserem eigenen Richtungswechsel. Und wir haben hier nämlich einen dramatisch krassen Richtungswechsel bei diesen Menschen. Der geht hier so intensivst in die eigene Intuition. Moment, ich muss das hier mal jetzt wieder so hinlegen. Unterm Deck hier so sind zwei Karten, deswegen muss ich die kurz noch verstecken hintereinander. Er befindet sich hier jetzt so krass in seiner eigenen Intuition, dass sich zusammenfinden. Wie soll ich sagen? Er schafft sich gerade seine eigene Wahrheit durch die Projektion im Außen und durch das, was er in sich selbst findet. Ja, das ist die Hohepriesterin, steht hier für die Zusammenfügung dieser kompletten Energien, des gesamten Bildes. Also er schafft es hier tatsächlich, so viele Puzzleteile zusammenzufügen. Und es fühlt sich nur unglaublich friedlich an. Ah, so rum. Der König der Münzen. Hier kommt so eine neue Stabilität rein. Hier kommt so ein neuer Selbstwert rein, ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen. Guck dir mal an, wie der hier sitzt. Als wird ihn nichts und niemand mehr aus der Ruhe bringen können, aus dem Gleichgewicht. Genieß diese Energie, mein Lieber, weil irgendeine Alltagssituation kommt, die haut dich wieder komplett raus. Aber nein, wir schwelgen jetzt mal in dieser wundervollen und friedlichen Energie. Ja, wir wollen hier jetzt nichts wissen von irgendwelchen Alltagssorgen und Problemen, die blenden wir jetzt mal komplett aus. Okay, so viel zum Thema sein persönlicher Prozess. Jetzt packen wir das mal auf die Seite und springen direkt über in... Moment... Das muss ich hierher legen, dass ich alles benannt habe. Das kann auf die Seite. Ah, oder doch nicht, vielleicht brauche ich das noch. Wo war ich jetzt? Hier. So. Entschuldigung. Ich habe doch gesagt, ich muss hier wieder aufräumen und Platz machen. Also, was bedeutet dieser persönliche Prozess deines Gegenübers jetzt für eure gemeinsame Verbindung? Wir haben hier aufgehört mit der Intuition. Ja? Er befindet sich in seiner vollkommenen Intuition, in seinem Frieden, in seinem Wachstum, in seinen Erkenntnissen und dem vollkommenen Vertrauen auf seinen Weg. Ja? Alles, was geschehen soll oder was kommen muss, das wird kommen. Und das projiziert er oder ja in irgendeiner Form auf dich, beziehungsweise spiegelt dir das, beziehungsweise hier ist ein Umdenken, ein Umbruch in Bezug auf dich entstanden. Durch diese eigenen Erkenntnisse. Wir starten hier nämlich mit der Mondenergie. Wir sind jetzt in Bezug auf dich, okay? Alles, was hier jetzt kommt an Gedanken, Gefühlen, an Handlungen oder sonst irgendwas, ist alles auf dich bezogen, was in ihm vorgeht. Er schwelgt hier in seinen Träumen, in seinen Wünschen. Nein, mehr noch. Es ist ein inneres Wissen. Es ist das Unterbewusstsein, das sich hier zu Wort meldet. Und in dem du so fest verankert bist, als die Königin der Stäbe. Habe ich schon wieder vergessen. Die Königin der Stäbe, ja. Du sitzt hier in deinem Thron, so genauso friedlich eigentlich, wie er als König der Münzen hier, ja, mit seinem Hundchen und mit seinem Schatz in der Hand. Also egal,
Du bist hier ganz fest verankert in seinem Herzen, in seinem Unterbewusstsein. Und das arbeitet intensivst in ihm. Und daraus entstehen dann wieder so viele neue Dinge und so viele neue Entscheidungen und pipapo. Mhm. Wir gehen nämlich weiter. Hier kommt die Kindenergie. Es ist die Freude, es ist die Leichtigkeit, es sind Neubeginne. Dafür ist dann gefallen, oder ja, hier die 4 der Stäbe. Er möchte dich, jetzt mal ganz krass ausgedrückt, zum Altar führen. Das ist das, was in ihm gerade vorgeht, in seinem Unterbewusstsein, ja, sein Gefühl in Bezug auf dich, sein Gefühl dir gegenüber. Er möchte hier etwas Neues starten, eine neue Verbindung. Falls ihr schon in irgendeiner Form euch in einer engeren Verbindung bzw. in einer Beziehung befindet, dann möchte er das abändern, umwandeln. Wir sind nämlich hier in einem Wechselprozess eurer Verbindung. Wie heißt es, Mensch? Okay, sagen wir einfach Richtungswechsel, ja? Hier findet ein Richtungswechsel statt auf eurer Verbindungsebene, ja, das, was dieses Band, was zwischen euch beiden geknüpft ist, das möchte er hier neu aufziehen. Und wenn ich hier so weiter gucke, würde ich mal sagen, so intensiver denn je. Weiter geht's mit den Fischen. Tiefst emotional, ja, es wird noch emotionaler. Warum juckt jetzt meine Nase? Ah. Kennt ihr das? Das ist so schlimm, wenn die Nase auf einmal anfängt zu jucken. Also, weiter im Text. Ganz tiefe Gefühle in deine Richtung. Hier geht es aber auch um eine Form von Sicherheit. Sicherheit und Stabilität. Das, was er dir liefern möchte, das, was er dir mitbringen möchte. Da ist er gerade dabei, daran zu arbeiten, dass er dir jetzt, er möchte nicht irgendwie mit leeren Händen vor deiner Türe stehen und sagen, so, hey, komm, Baby, let's go, wir können auch unterwegs ein paar Banken ausrauben. Ja, ist sicherlich auch sehr interessant und ein tolles Abenteuer, aber muss ja nicht in jedem Fall so sein. Ja, er möchte dir etwas bieten auch. Er ist gerade dabei, sich verschiedene Konzepte zu erstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist hier Selbstständigkeit auch in Planung oder eine Idee in seinem Leben. Ja, oder er ist gerade dabei, irgendwie ein Haus für euch zu suchen. Ich bin gerade hier voll auf der materiellen Ebene. Ja, er möchte hier diese Beständigkeit und Sicherheit reinbringen. Ja? Das ist hier sein großer Wunsch für euren gemeinsamen Weg. Und wow, wir kommen hier von Neuanfang zu Neuanfang und nochmal Bestätigung hier, Richtungswechsel, Veränderung auf eurer Beziehungsebene, auf eurer Verbindungsebene. Er möchte, dass eure Verbindung komplett neu erblüht, ja. Hier die 10 der Kelche und die Störche. Guck dir mal an, das ist alles hier auch noch Mondenergie, ja? Aus dem tiefsten Inneren, aus den tiefsten Tiefen des Herzens. Die Lotusblüte. Er möchte hier alles abprallen lassen, was euch im Weg steht. Und er möchte hier etwas von Grund auf erneuern zwischen euch beiden. Das ist kein Aufbau in irgendeiner Form. Ey, komm, wir gehen jetzt den nächsten Schritt oder so. Nein, ich möchte mit dir neu anfangen. Ich möchte mit dir etwas so Wundervolles aufbauen, mit dir gemeinsam etwas so Wundervolles erarbeiten, das es nie zuvor gab. So in etwa. Ja, ich weiß, ihr Lieben, das hört sich an wie ein Märchen, aber genau so fühlt sich's an. Genau so. So, wir gehen weiter mit den Lilien und den 6 der Schwerter. Diese Verbindung zwischen euch beiden ist so brutal stark, das triggert ihn noch weiter oder stichelt ihn noch mehr an,
also noch zu weiterem Wachstum. Wir haben hier eine weitere Transformation oder eine anhaltende Transformation zum Erwachsenwerden. Ja, mir kam gerade jetzt noch so ein Reifeprozess in den Kopf. Ja. Er verlässt hier alles, was nicht mehr tragbar ist. Und er packt dich hier mit. Ja. Er hat dich hier im Schlepptau. Er nimmt dich an der Hand und sagt, komm, wir gehen. Wir kacken auf alles, wir fangen von vorne an. Und diesmal machen wir es richtig. Oder diesmal mache ich es richtig. Ja, je nachdem. Da ist Kampfgeist drin, da ist Entscheidungskraft drin und da ist der pure Wille, sich neu zu erfinden, sich neu zu entdecken. Ja, also es wiederholt sich hier ständig, ihr Lieben. Ja, nur mal so zur Info. Wir haben hier zum dritten Mal einen Neuanfang. Zum vierten Mal. Ja, eine komplett neue Ebene. Dazu kommen wir auch gleich. Wollte ich jetzt nur mal so zwischendrin in die Kamera halten. Was wollte ich jetzt noch sagen? Er möchte hier keine Unruhen mehr. Er möchte hier raus aus dem Chaos. Er möchte dieses Geordnete haben. Auch in sich dieses Geordnete, weil ich meine, er kann dir keine Sicherheit bieten, wenn in ihm noch das Chaos herrscht. Und daran arbeitet er. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so dieser Reifeprozess. Das ist so eine krasse Sache, wenn ich mir das so angucke. Ich meine, wenn ich sowas bauen wollen würde, so eine Legung, ich würde wahrscheinlich nicht die richtigen Karten finden. Ja. So, jetzt kommt hier noch ein weiteres Szenario dazu, weil er wird dich hier treffen. Er wird dich hier treffen in deinen Emotionen. Der weiß irgendwie ganz genau, wie er das anstellen muss. Ja. Der hat da so ein durch seinen Wachstumsschub, durch seine Veränderung hat er hier genau das richtige Händchen, würde ich mal sagen, um dich zu treffen, um dich zu berühren. Jetzt pass auf, ich hab gerade gesagt, es kommt hier noch ein weiteres Szenario. Ach so, ja genau. Falls es bei euch oder zwischen euch in irgendeiner Form ein bisschen in eine Trennung kam oder auf Distanz, ja, weil vielleicht er konnte nichts mehr mit sich anfangen, wusste nicht, wohin er will. Ja, das war hier in der Vergangenheit innerhalb seiner Prägungen und pipapo vor diesem Wandel. Dann macht er sich jetzt auf die Suche nach dir, weil du bist Teil seines Lebens. Und er wird dich finden und er wird dich treffen. Hier wird er dich treffen. Ja? Aber hallo. Und es kann sehr gut möglich sein, weil du bist hier, schau mal, du winkst hier aus dem Wasser raus. Du bist komplett umgeben von Wasser. Das kann sehr gut sein, dass du das hier schon lange gewusst hast, schon lange geahnt hast. Und er wird hier sein und er wird mit dir in dieses Wasser springen. Ist hier nicht aufgezeigt auf dem Bild, aber ich weiß es. Warum weiß ich das? Warum weiß ich das? Ja, weil hier der Ring liegt. Ja, deswegen, er wird mit dir eintauchen in diese tiefen Gefühle, also in diese gemeinsamen tiefen Gefühle, in diese Verbindung, in diese Beziehung, in diese Hochzeit eventuell, in dieses für immer und ewig oder zusammen alt werden oder sonstiges. Ja, da ist aber nicht alles, weil wir haben ja auch hierzu eine Klärung und zwar den Page der Stäbe. So. Den Page der Stäbe und der Ritter der Kelche. Ein weiterer Wachstumsschub. Ja? Wir erinnern uns, er ist hier gerade ständig dabei zu wachsen, Erkenntnisse zu erlangen, zu verstehen, wer er ist, wer du bist und worum es geht. Ja? Nein, wir sind noch nicht fertig. Hier kommen noch mehr Erkenntnisse. Ja? Nur mal so nebenbei erwähnt. Alle Karten hier, die erzählen gerade das Gleiche von unterschiedlichen Kartendecks. Das ist brutal. Er will nicht mehr dieser kleine Junge sein, der irgendwelche schnellen, unsicheren Entscheidungen trifft, ja, und heute hier, morgen da, übermorgen ganz woanders. Nein, er möchte hier standhaft sein. Er möchte sich hier niederlassen in diesen Emotionen.
Und es wird dieser kleine Prozess hier, der sich hier zeigt, der wird sehr, sehr schnell vonstatten gehen. Oh, Moment, ich hab hier noch ein Szenario. Und zwar ist es, wenn du diesen Menschen noch nicht kennst, oder es ist eine Past-Life-Verbindung, oder es ist ein Mensch aus deiner Vergangenheit, den du irgendwie jetzt nach 20 Jahren wieder triffst oder so, oder es ist eine ganz neue Person, du bist Single zum Beispiel, ja, der in dein Leben kommt, dann trifft er dich auch genau da, in deinen tiefsten Emotionen. Und da kann es wirklich sein, gut, da scheiden sich jetzt die Geister, da kann man drüber streiten, aber ich will es nur sagen, weil es hier gerade in der Energie drin ist. Es kann sehr gut sein, dass ihr euch ein paar Mal trefft und er sagt dann schon zu dir so, ey, pass auf, ich will dich heiraten, ja, so, und du denkst dir dann so, what the fuck, ey. Wir kennen uns erst seit 6 Wochen so ungefähr. Ja, was willst du jetzt von mir? Aber das ist so dieses, wo ich sage so, ey, er ist sich sicher. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass du diejenige bist, welche er heiraten möchte, mit der er alt werden möchte. Ja, dieses für immer und ewig Ding. Ist doch hardcore, oder? Ach, ich sehe gerade, da drunter haben wir noch den Reiter. Wir haben hier eine Seelenverbindung, die hat sich anfangs so ganz zäh und lange gezogen, ja. Aufgrund seines eigenen Gefängnisses. Und hier nach seinem Ausbruch, nach seiner eigenen Transformation, nach seiner Prozessarbeit hier, geht's zack, zack, zack. Okay, da ist nicht wirklich viel Zeit. Wir haben hier keine Wochen oder Monate mehr oder sogar Jahre. Ja gut, Wochen vielleicht schon, ja. Sagen wir es mal so, wir haben hier keine Monate oder Jahre mehr. Also, wenn das hier dein Reading ist und das deines Gegenübers, also euer gemeinsames Reading, dann mach dich in den nächsten Tagen oder Wochen auf etwas gefasst, ja. Absolut, absolut. Also, die letzten Karten, meine Lieben, versprochen. Gut. Der bauscht sich so richtig auf. Der Kerl, der hat erkannt, wer er ist. Was er ist, wollte ich schon fast sagen. Ja, er ist ein Mensch. Nein, wer er ist. Und der ja, wie ein Pfau halt einfach. Ja, ich meine, der kennt seine Qualitäten, er weiß, wie er dich anpacken muss, wie er mit dir umgehen muss. Und der macht hier auch so ein bisschen so ein Tänzchen mit seinen wunderschönen Federn, um dich zu beeindrucken, um dir zu imponieren, um dich zu umwerben. Und damit wird er nicht aufhören, ja, bis du das Ja-Wort gegeben hast. Ja, hier habe ich vorhin schon gezeigt, hier den Neustart. Von Grund auf hier nochmal etwas Neues aufbauen mit dir. Und er gibt nicht auf. Dann haben wir noch, die Antwort lautet ja. Und das Verstehen, ja, die Erkenntnisse, die Offenbarungen durch die Entscheidungen, die er getroffen hat. Ich sag ja, das ist absolut brutal. Deswegen, viele Menschen sagen immer zu mir, ah, Jasmin, das ist doch Blödsinn. Kein Mensch kann sich grundlegend verändern. Ich sag immer, doch, das geht absolut. Ja, erstens mal steht es uns nicht zu, irgendwem was zu unterstellen, was er nicht kann oder sonstiges. Ja, man kann sich grundlegend verändern. Natürlich hat man hier und da seine Persönlichkeit und seine Charakterzüge. Aber wenn man sich vorstellt, man ist besetzt von irgendwelchen Prägungen, ja, aus Erziehung, Religion, Kultur, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben, die ganzen Masken, die man sich aufgesetzt hat, die ganzen Rollen, das formt eine neue Persönlichkeit. Und wenn jetzt ein Mensch einen Transformationsprozess durchläuft, eine komplette Metamorphose, dann wirst du diesen Menschen nicht mehr wiedererkennen. Das ist ein komplett neuer Mensch.
Frag die Leute, die mich kennen von vor 20 Jahren. Die gucken mich jetzt an und würden sagen so, hä, wer bist du? Du siehst aus wie sie, aber du bist nicht sie. Ja, Menschen können sich komplett verändern. Ich wünsche natürlich auch in diesem allgemeinen Orakel, dass es hier auf so viele Gegenüberleins wie möglich zutrifft. Aber wenn das hier euer Reading ist, also deins und von deinem Gegenüber, dann Jackpot. Jackpot, Baby. Auf eine wundervolle Zukunft. Ja. Schön. Das war's. Jetzt muss ich los. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.